Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam 12. Ihr habt heute keinen Sound, ich auch nicht, da ich ganz schnell umstellen muss, aufnehmen muss und dazu jetzt, dadurch, dass es gerade etwas lang dauerte, leider nicht wirklich dazu kam, das umzuswitchen. Was meine ich? Das Haupt-Sound-Ausgabegerät vom Lautsprecher aufs Headset, das ist so ein Bug mit manchen AMD-Treibern. Und deswegen sind wir gerade alle ohne Sound, aber ihr dürftet mich hoffentlich hören. Und ja, also wie gesagt, es läuft gerade sozusagen über Lautsprecher und ich habe das Headset auf und das DX-Story ist auch auf Lautsprecher eingestellt. Auf Headset, sorry. So, ja, wir befinden uns auf Monster. Der gute Vorteil ist jetzt, dass wir nicht dieses nervige Tröten haben und so. Wir nehmen uns den Audi Sport Quattro B2, machen einmal Windows-Lock rein, Windows-Tasten-Lock, nehmen uns den Controller, haben die Handbremse an. Natürlich keine gute Idee, so und go. So, jetzt können wir losfahren. Dann, über was wollen wir denn so heute reden? Ja, also ich denke mal, der Hauptsprechpunkt sozusagen für den heutigen Tag ist eindeutig Game 24, also sprich Game 24 von Nvidia, das Event zum offiziell Feiern, also das erste Event zum Feiern von PC Gaming, also von PC Spielen, habe ich euch, glaube ich, in den letzten Tagen schon erzählt. Vielleicht sogar gestern. Also, ich, ja, jedenfalls habe ich auch schon gesagt, er wird wahrscheinlich auch die GTX 900 Serie, sprich GTX 900, GTX 900 Serie vorgestellt. Und so war es natürlich auch wie in ganz Gerüchten. Das Ganze war zwar schon gestern Abend alles bekannt, was vorgestellt ist, was alles Techniken. Heute wurde aber alles ins Detail vorgestellt, die sprich und besteht natürlich die GTX 89, so wird sogar auch so ausgesprochen. Und die 89 kostet $550, glaube ich. Ist die beste Single-GPU-Grafikkarte der Welt. Sprich, besser als R9200X und 87 Ti und Titan Black und so weiter und so fort. Manchmal sogar besser als die die 96, sprich Doppel-680. Sie bringt ganz gute Leistung, ist in 4K um einiges besser als die 87 Ti. Und, ganz schöne Belastung für die Armreifen. Oh, die Kurve rutscht häufig raus. Ja, sie kostet, wie gesagt, €550 oder Dollar, also, ja, Dollar. Und ist besser. Und sie ist um einiges leiser, sie hat den Titan-Kühler. Also, sprich, das Ganze sieht ähnlich aus wie die Titan, nur halt eben 89 draufstehen. Wie bei der 87 Ti und der Titan Black auch in rot, schwarz, sorry. Ja, es ist relativ leiser, weil die nochmal wieder optimiert haben, die Kühlung und so weiter. Ist halbwegs kühl. Ich glaube, 32 und 80 Grad. Also 80 Grad unter Last, irgendwie so. Also jetzt nicht super kühl, aber halt eben schon ganz okay. Ich meine, GPUs halten so um die 100 Grad aus normalerweise. Und sie ist verdammt stromsparend. Also es ist wirklich so das Stromsparwunder. Obwohl es noch 28 Nanometer ist, genauso wie sie macht die, sondern nur andere Architektur. Sorry, also nur andere Architektur, das ist alles, was gemacht wurde. Sie verbraucht, glaube ich, in manchen Fällen unter mehr als 100 Watt weniger als 87 Ti und manchmal auch 150 Watt weniger als eine 9200X. Und ist dabei sogar leistungsstärker. Also ist auf jeden Fall richtig krass. Wir können nächstes Jahr auf jeden Fall schon auf die 1080 oder wie es dann auch immer heißen wird. Ich denke mal, sie werden ein neues Namensspiel haben. Logisch wäre eigentlich, dass sie dann die 18 wäre. GTX 18, aber das würde sich scheiße anhören. Weil wir hatten jetzt die 1000er zuerst, die zum Beispiel 8800, 9800, 9600. Und dann hatten wir jetzt die 460, zum Beispiel 880, 980, 970. Und dann wäre eigentlich eine Stelle weiter runter, wieder logisch. Aber ich bezweifle, dass sie machen und das wäre eigentlich auch ganz gut. Ich fand ich gerade richtig gut. Wir sind eine Runde ohne Crash gefahren, okay, ist aber hier nicht so schwer, dann kommen wir auf den Ring. Ja, das haben sie halt eben gemacht. Die 89 ist auf jeden Fall eine richtig gute Grafikkarte. Ja, da sind jetzt böse gecrashed. Und ja, ich habe zwar immer noch meine 92X, die werde ich auch erstmal nicht austauschen. Ich hätte mir die 92X geholt, die 89 so. Hätte ich mir eigentlich geholt, aber die habe ich mir dann im Endeffekt, werde ich mir nicht holen. Also vielleicht werde ich mir doch irgendwann mal holen. Einfach so, weil sie, glaube ich, eine Kult-Grafikkarte wird, oder die 79, zu der kommen wir auch gleich. ja, weil die halt eben verdammt gut sind. Sowas wie die 8800 könnten sie vielleicht werden. Wenn die auch eigentlich die 880, das ist schon interessant. Sie scheinen immer gut zu sein, besonders bei Nvidia. Ja, okay, Nvidia, AMD hat aber auch keine 880. Jetzt zumindest nicht. Sie sind ja eigentlich auf dem Weg dahin. Wird ja bestimmt über nächste Generation R9 490 oder 460X oder so
Ne, das ist dann, glaube ich, noch R7. Ich weiß nicht. Jedenfalls, ja. Das entscheidende Ausscheidungskriterium für mich war aber, dass die 980, die 980, überhaupt die ganze 900-Serie, hat noch DisplayPort 1.2, das war absehbar. Es kam mir ja erst am Anfang dieser Woche, am Montag oder Dienstag, Montag glaube ich, ja, kam DisplayPort 1.3 raus für 60 Hertz, nee, für 6, doch 60 FPS bei 5000 irgendwas, also bei 5K. Und 3D 4K, sprich über 2 von 4 genutzten Lanes, kann es jetzt schon 60 Hertz freigeben. 60 Hertz wiedergeben und somit könnte es in der Theorie zwei sind für USB benutzen, aber das kann man in der Theorie natürlich alles noch ändern als Displayhersteller. Und da es ja auch 3D unterstützt, kann es bis zu 120 Hertz 4K darstellen. Und das will ich auf jeden Fall. Mein nächster Monitor wird auf jeden Fall 140 Hertz 4K, 120 oder 144 Hertz 4K Monitor. Darauf werde ich mich auf jeden Fall schon richtig freuen. Das wird geil. Ja. Oh Gott. Bremsen. Nicht bremsen, meine ich. Oh. Wir können auf jeden Fall meinen Wagen reloaden. Und ja, deswegen, weil es nur DisplayPort 1.2 und nicht 1.3 hat, werde ich mir auch keine 89 zumindest nicht so schnell holen. Aber ich habe sowieso noch andere Dinge vor. Sprich, das ist erstmal wichtiger. Aber wir werden jetzt übrigens mal kurz einen Crash machen, sozusagen, was passiert, wenn man nur Gas gibt. Wenn's, sagen wir mal, es Gas kommt und die Bremsen gehen nicht. Oh, okay, das war schon mal verkackt. Oh, ja, das war sehr verkackt. Oh. Die Ordner hatten aber Glück. So. Ich nicht Glück. Ja, und dann gab es natürlich noch die neuen GTX 79 für die, die sich für die 69 interessieren. Die kommt erst im nächsten Monat. Ja, aber die 79 ist auf jeden Fall eine verdammt gute Grafikkarte. Also die ist Preis-Leistungs-Verhältnis unglaublich. Also ich weiß jetzt nicht, ich denke mal, das ist sogar besser als ab. Ja, das ist besser als bei AMD, glaube ich. Also damit haben sie echt einen Killer geholt mit der 79. Die ist marginal schlechter als die, nicht marginal, marginal, für alle, die jetzt Maggi verstanden haben. Die ist, also machen wir den Crash. Sie, die ist ein bisschen schlechter. Okay, und wir lenken nicht stark ein, so. Ist dann besser. Als die 89. Ist auch extrem stromsparend und extrem leiser. Aber der Riesenvorteil an ihr ist, dass sie nicht $550 kostet. Sie kostet auch nicht $400, sondern 330. Und das wird natürlich noch runter auf unter 300 gehen, wahrscheinlich in einem Monat. Also im Oktober wird man sie wahrscheinlich für 300 kriegen. Und damit hat man für 300 €, für weniger als 300 € die beste Single-GPU-Grafikkarte der Welt. Die zweitbeste Single-GPU-Grafikkarte der Welt. Ein bisschen besser, ein bisschen schlechter als die 89. Und beide Karten sind natürlich noch extrem übertaktbar. Also da kann man richtig viel rausholen. Es gibt ja schon Modelle, also zum Beispiel von MSI, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall von manchen Herstellern gibt es Modelle mit 1,3 GHz Boost-Takt. Also da ist auf jeden Fall extrem, was die da rausholen. Und wenn ihr eine Grafikkarte holen wollt, dann würde ich euch, also wenn ihr jetzt irgendeine Grafikkarte holen wollt und ihr überlegt euch was, zum Beispiel irgendwas, keine Ahnung, ihr wollt euch einen neuen PC bauen. Habt jetzt vielleicht nicht extrem viel Budget. Holt euch nicht die 69, denn diese paar Euro mehr, okay, paar Euro, das denke ich mal, würden vielleicht 50, 75 € mehr sein, in die 79 zu stecken. Das wird sich lohnen, glaubt mir. Ich werde auf jeden Fall mal in den nächsten Wochen auch noch so PC-Empfehlungen machen. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas haben wollt, sprich 500 € Gaming-PC oder so. Und da werde ich dann schreiben, sozusagen, was ihr so brauchen könnt, also was die besten Komponenten wären. Benchmarks kann ich leider nicht liefern, aber vielleicht finde ich da irgendwann mal einen Sponsor für, dass ich sozusagen Komponenten gestellt kriegen werde. Egal. Das werden alles noch herausfinden. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr an sowas interessiert wäret. Ja, wir fahren heute wieder richtig viel, wir crashen richtig wenig. Oh, jetzt crashen aber nochmal. Oh, und nochmal böse. Ich schätze es irgendwie schlecht ein, wenn ich es nicht hören kann. Ja, jedenfalls, also 79 und 89 sind Hammer-Grafikkarten. Leider kein DisplayPort 1.3. Das macht sie relativ uninteressant für mich, aber ich denke mal, die könnten echt Kultkarten werden. So wie die 8800, wie ich schon gesagt. Und ja, ich warte auf die nächste Serie, die ja 2013 kommen wird. Ja, 15. Wie komme ich auf 2013? Oh. Ja, also vielleicht, ich weiß nicht, was AMD da rausbringen wird. Die Fidschi-Grafikkarten. Also die A9300 werden. Ich bin mal gespannt, was die haben. Die dürften sogar DisplayPort 1.3 haben. Aber mal sehen, wie die Leistung und dann Nvidia werde ich mal vergleichen mit den neuen Maxwells 20 Nanometer, vielleicht sogar 16 Nanometer, weiß man ja nicht. Jetzt momentan 28 Nanometer. Gott, so fachchinesisch rede ich hier schon wieder. Manche werden es hoffentlich verstehen. Ja, auf jeden Fall richtig. Also ganz geil. So, und da wollte ich das ja heute Abend gucken. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, mit 2:30 Uhr den Wecker stellen. Oh, stellen, also Wecker gestellt, so, schlaf ein. Schön um
halb 12 oder so, weil ich früher schlafen gehen wollte. So, und dann so, ich wäre so wach, hab noch die Augen zu und geschlossen, so schön, oh, ausreichen. So, und dann höre ich so den Wecker klingeln. Und ich so, das ist ein anderer Klingelton, das ist ein anderer Ton, als ich wollte. Das ist nicht der, den ich benutzt habe. Kriegst du einen halben Schlag, mach die Augen auf, 7:59 Uhr. Ich hatte heute ersten Vlog aus, weil ich habe Blöcke, nicht Stunden. Ich habe 80 Minuten Unterricht, nicht 30 Minuten, nicht 45, wie bei ihr. Wie die meisten von euch. Jedenfalls. Hatte halt eben der Ausfall und deswegen konnte ich später kommen. Und dann 7:59 Uhr, 59, 57 so genau. Und denke ich mir, scheiße. Ich habe das ganze Event verpasst. Nicht das ganze, es läuft ja sogar immer noch. Es läuft ja bis 3 Uhr. Samstag 3 Uhr. Auf jeden Fall, ich habe mich richtig aufgeregt. Ich ärgere mich immer noch, da ich habe nur die Titan Z Präsentation gesehen. Und Titan Black weiß gar nicht mehr. Ich habe noch nie eine Grafikkartenvorstellung von Nvidia richtig gesehen und ich hätte es so gerne gesehen, Game 24. Haben auch einige neue Techniken. Ist auf jeden Fall viel zu umfangreich, um jetzt alles in einer Folge zu besprechen. Vielleicht mache ich da mal ein kleines Summary-Video und GPU News. Also eine kleine Zusammenfassung der 900er-Serie. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Sage danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.